Und willkommen zu Layers of Fear Part 3. In den ersten beiden Parts wurden wir so ein bisschen eingeführt. Im zweiten Part hangen wir dann etwas fest bei dem Ouija-Brett. Ich denke, das war nur ein Minispiel und wenn man End eingegeben hätte, schon, wäre man wieder rausgekommen. Denke ich mal, tut mir leid. Dafür geht es jetzt im dritten Part sofort weiter mit dem Spiel. Und joa. Ich erkläre euch auch noch ein bisschen was zur Story und so weiter. Hier sind eine Menge Weinflaschen drin. Ah, okay, das konnte man ja schon. Alles klar, hier waren wir schon am Anfang oder am Ende des letzten, zweiten Parts. Ich bin nur wieder hier, weil ich das Spiel kurz ausgemacht habe. Beziehungsweise, weil ich das gestern Abend Let's Played habe und dann eben heute wieder. Wo? Ich will ein bisschen gründlich sein, weil ich möchte ein anderes Story-Ending. Denn jetzt sage ich euch auch was zu dem Bild hier. Wo ist es? Ich suche kurz was Spezielles. Genau, hier habt ihr 6 Türen. Ihr müsst, ich sag's mal so, das ist wie ein Labyrinth. Ihr lauft da 6-mal durch. Bei jedem Mal öffnet sich eine Tür und ihr findet einen bestimmten Gegenstand. Und nach jeder Runde verändert sich dieses Bild wieder. Da ist dann was anderes aufgemalt. Und am Ende erscheint dann was auf dem Bild. Und das könnt ihr eben festlegen durch euren Handlungsverlauf, beziehungsweise durch euer Spiel, durch eure Gründlichkeit und so weiter. Das nur so am Rande. Und ihr solltet immer euch wirklich umgucken, denn hier steht nämlich Get it right this time. Soll heißen, mach's diesmal richtig. Mann, ist das dunkel. Hallo, ich sehe nichts. Wo ist der Lichtschalter? Was ist das denn? Achso. Können wir die Wände abgrasen irgendwie? Ich finde es komisch, dass ihr was. Wartet mal kurz, ich muss das mal eben. Ein bisschen heller machen. Weil ich sehe nämlich auf meinem Bildschirm, wo ich drauf spiele, gar nichts. Und in der Capture Card sehe ich nämlich einiges. Also tut mir jetzt leid. Irgendwie war das falsch eingestellt. Dann sieht man nämlich hier auch was. Und bevor es dann ganz dunkel ist und so, ist das ja auch mies. Ne? Hier ist nämlich dann zum Beispiel auch der Lichtschalter. Tada. Advent, Advent. Ach ne, doch nicht. Sorry. Es wäre Licht, auf jeden Fall. So, jetzt können wir uns das hier alles angucken. Schönes Bild. Dieses Prasseln vom Regen, ne? Okay, hier ist soweit irgendwie nichts. Richtig.
Ey, mach die Tür los. Hier waren wir gerade noch nicht, richtig? Egal. Ich hatte ja gesagt, die Räume verändern sich. Und das hat er getan. Going. Circles. Sich im Kreis drehen. Boah, das ist mies. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflich, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass sollten Sie diese Dinge so weitergehen wie bisher uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihre äußerst lieben Nachbarn. Okay. Ich habe auch gemerkt, es macht den meisten Unterschied, wenn man im Raum Licht an- und ausmacht. Trophäe, okay. Also von daher. Wir machen jetzt einfach mal das ganze Licht aus. Okay, es passiert nichts. Gut. Sich im Kreis drehen. Mhm. Werde ich mir merken. Hallo? Ah. Geh doch los, so blöder Schrank. Dann nicht. Bleib eben zu, ist mir auch egal. Creepy. Ey, Zahlcode 485. Wozu brauche ich den? 485. Ah, hier. Past holds back, look closer. Sieh genauer hin. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Yes. Also, never forget. Vor allem die Schriften haben auch was zu sagen. Ich glaube, es gibt ein, zwei Stellen, da sollte man sich diese Worte zu Herzen nehmen. Ja, es wird den Handlungsverlauf verändern. Sagen wir jetzt mal so. Auf jeden Fall. Genau, die Tür ist zu. Das war klar. Never forget. Okay.
Ich habe Angst. Und ich mag keine Schaukelstühle. Vor allem, weil jetzt nicht mehr schaukelt. Das ist schlecht. Schublade. Du hast in meinem Studio rumgeschnüffelt schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn du die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich an einer neuen Arbeit umsehen müssen. Nach einer neuen Arbeit. Sorry. Okay. Ach, das war ein Geheimraum. Oder wie? Jo. Das war's. Oh, lustig. Am I going insane? Ja. Definitiv. Zum Glück kann man alle Türen wieder gleichzeitig zumachen. Oh, schönes Puppenhaus. Wobei ich nicht glaube, dass das ein Puppenhaus ist. War da nicht eben noch eine Tür? Ich sag da nichts zu. Hi. Hör auf, dich zu bewegen. Irritiert mich. Danke. Ich will meine Tür wieder haben. Aha. Digga. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, wir müssen ein Rätsel lösen. Bei dieses Knistern, Junge. Mach doch mal. Alles klar. Was ist denn das? Auf einmal verändert. Boah, dieser Elch ist creepy. Oh. Ich soll das eigentlich nicht tun, aber ich mache es.
zum Fuck. Okay. Oh, eine Pistole. Die kann ich gut gebrauchen. I'm done here. Da, da, da. Was ist das denn? Nitrigacid korrosiv. Okay. Ist jetzt eigentlich was anderes in den Laden oder nicht? Ja, doch. Fessel. Okay. Da ist dieser komische Ventilator da oben. Steht hier eigentlich irgendwas an der Decke oder so? Nee. Okay. Jetzt weiß ich auch, woher man die Begriffe wissen soll. In dem Ouija-Brett. Die findet man nicht alle im Spiel. Interessant. Ich weiß aber noch nicht den Sinn davon, aber wir wissen es jetzt. Ist ja schon mal schön. Ne? Da hängt nämlich dieser Elch. Beziehungsweise den habe ich ja gerade die Zunge lang gezogen. Dreimal. Ui. Bleibt doch irgendwo stehen. Zwar kein Wein, aber egal. Ha. Toll. Bild. WTF. Das war keine gute Idee. Wie war das noch mit Kamins und so in Filmen und Spielen? Kamin gleich Falltür und so? Oh, ich habe das Gefühl, da war eine Puppe. Meine Liebe, obwohl du nicht. Was? Obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachsen. Wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde, doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal. Als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Okay. Der macht mir Angst.
auch so ein Ding. Sag mal, ist das ein Mann, eine Ziege oder was zum Fuck ist das? Gott. Licht, Licht, Licht. Was habe ich nochmal gesagt, wenn man Licht anmacht? Meine Worte. Oh Mann. Kommt mir nicht so scheiße an. Junge. Wo kann ich jetzt eigentlich hin? Kann man das Scheißbild umschmeißen oder so? Bitte. Das sieht doch aus wie... Was ist das? Das sieht aus wie so ein, keine Ahnung. Oh man. Was war da schon wieder? Was muss ich jetzt hier machen? Junge. Ah, hier ist was. Oh. Staubmäuse. Selbst in meinen Lungen. Grotesker, ungeziefer Dreck. Es gibt immer noch mehr. Okay. Schon Halluzinationen? Habe ich gerade irgendwas weinen gehört oder so? Lol. Ach, dieses Kettenklimpern. Hier ist auch nichts. Licht. Anlassen. Denn die Räume haben sich schon wieder verändert. Ich will da nicht dran ziehen. Aha.